Super, das finde ich großartig. Das hier bringt Spaß und Freude für die ganze Familie. Ja, es sind so viele. Hört ihr diese Musik auch? Diese unheilvollen, unheimlichen, dröhnenden Klänge im Hintergrund? Oh ja, ihr wisst Bescheid. Es ist wieder Zeit für Horror. Und damit willkommen zu einem Spiel namens Little Nightmares. Das hier wird in den Kommentaren immer wieder nachgefragt, hier und da. Aber ich bin irgendwie nie dazu gekommen, das zu spielen. Bis jetzt. Ich muss auch wirklich sagen, ich weiß nicht wirklich viel darüber. Ich weiß nur, es ist ein Plattformer. Das heißt, man muss über Hindernisse springen und irgendwie den Gegnern ausweichen. Man kann nicht direkt kämpfen. Aber es ist gleichzeitig auch ein Horrorspiel, was ich ein sehr interessantes Konzept finde. Die Bewertungen sind alle sehr, sehr gut. Die Leute sagen sehr gute Sachen über das Spiel. Und deswegen, wie gesagt, wir gehen rein in ein neues Spiel, Little Nightmares, im mittleren Slot, weil ich mich heute besonders fühle. Ja, normalerweise nehme ich immer den ersten oder den letzten, dieses Mal nehme ich den mittleren, weil ich das mittlere Kind bin, was gar nicht stimmt, aber ist ja auch egal, ich ziehe den Joke viel zu viel in die Länge. So, was haben wir hier? Am Anfang war Dunkelheit. Okay. Bin ich schon in-game? Muss ich laufen? Nee, okay. Keine Ahnung, was ich sehe. Aber bis jetzt ist das relativ gut gemacht. Und ich weiß auch nicht wirklich, worum es hier geht. Das habe ich vergessen zu sagen. Ich weiß nur, was es für ein Spiel ist und dass es ein Horrorspiel ist. Mehr als das weiß ich nicht. Hi! Großmutter? Okay. Das bin ich in dem Fall. Das kleine Mädchen mit der gelben Regenjacke. Okay, sind wir in-game? Ich glaube, wir sind in-game. So, kann ich laufen? Ich kann laufen. Und das hier ist mein Bett. Ein Reisekoffer. Ich weiß auch, das Spiel spielt ziemlich viel mit Größenunterschieden. Das heißt, man selbst ist immer sehr, sehr klein. Alles um einen rum ist riesig groß. Deswegen schlafe ich auch in einem Reisekoffer und kann das Ding benutzen wie ein Bett. Also ja, weil ich einfach winzig, winzig klein bin. Okay, ich nehme an, Leertaste ist springen. Und dann WASD zum Laufen. Da brauchst du keine große Erklärung. So, hier drüben geht es nicht weiter. Alles klar, das heißt vielleicht nach links? Nee. Okay, was ist jetzt die Idee? Ah, ich kann auch nach vorne und hinten. Ah, es ist nicht komplett zweidimensional, das wusste ich nicht. Ich weiß, ich habe gerade eben noch gesagt, WASD zum Bewegen, aber nur weil ich das immer sage. Ich dachte, es wäre nur A und D. Aber ich kann auch nach vorne und hinten. Okay, das heißt, ich kann mich trotz der Tatsache, dass die Perspektive so ist, kann ich mich trotzdem dreidimensional bewegen. Okay, das ist cool. Die Frage ist, wo bin ich? Und was waren das für Typen? Will ich's wissen? Nee, eigentlich nicht. Ne? Ich glaube, ich sollte gar nicht fragen. Okay. Und bis jetzt ist es einfach nur dunkel und unglaublich still. Also wirklich extrem still. Und sehr, sehr dunkel. Ist das hier eine Laterne? F. Okay. F zum Benutzen. Es ist eine Laterne. Okay. Ich finde es auch gut, wie es kein Tutorial gibt. Das Spiel lässt sich das komplett selbst rausfinden, weil es davon ausgeht, dass du nicht doof bist. Kann ich hier durch? Ich müsste eigentlich fast hier durch, ne? Weil das sieht aus wie eine Klappe, die ich benutzen kann. Aber F ist anscheinend nur Licht. Ah, linke Maustaste, um zu greifen. Da wäre ich jetzt niemals drauf gekommen. Und dann mache ich das einfach auf. Und dann kann ich da nicht durch, weil ich mich erst ducken muss. Aber das geht mit Steuerung. Okay, linke Maustaste zum Greifen, da wäre ich jetzt in 500 Jahren nicht drauf gekommen, bin ich ganz ehrlich. So. Lüftungsschacht. Ganz toll. Und sie läuft auch wirklich so, als läuft sie vor was weg, ne? Das heißt, das hier ist nicht einfach so aus Neugierde mal hier reinlaufen, sie läuft für irgendwas weg. Und sie will sich auch verstecken. Ich habe gerade sehr unangenehme Geräusche gehört im Hintergrund. Toll. Wunderbar. Verspricht eine schöne, angenehme Reise zu werden. So, was haben wir hier? Eine übergroße Tür oder halt eine normal große Tür, je nachdem, aus welcher Perspektive man das betrachtet, aber eine winzig kleine Treppe. Das heißt, was auch immer das für ein Ort ist, der ist auch dafür gebaut, dass die Leute hier rumlaufen können, und zwar die Leute beider Größen, also die Kleinen und die Großen anscheinend. Okay, ich habe keine Ahnung, was abgeht. Aber das ist bis jetzt richtig, richtig nice. Kann ich das hier aufmachen? Greifen. Okay, ich kann halt währenddessen nichts sehen, aber ich glaube nicht, dass ich es aufmachen kann. Nee. Das heißt, nicht alles, was man greifen kann, ist auch zwingend notwendig. Was? Eine Puppe. Die kann ich mitnehmen. Okay, ich meine, warum nicht? Ist es ein Achievement, das Ding durchs ganze Spiel zu schleppen, wie den Zwerg in, hier, Half-Life 2 Episode 2. Das könnte nämlich sein. Ich glaube ganz ehrlich nicht, dass ich die brauche. Denn war irgendwas an der Tür.
Ich glaube nicht, dass ich die Puppe brauche. Ich stelle sie mal hier hin. Ins Licht. Dann sieht sie schön aus. Vielleicht ein bisschen gruselig, aber schön. Und dann würde ich sagen, ich mache weiter. So, dann hier auf die Kiste. Auf das Bett. Und dann ist das dieses Mal ein normal großes Bett. Und dann in den Lüftungsschacht. Komm. Du, das geht nicht. Echt? Komm, das ist so close. Das muss doch gehen. Nee. Ist ein bisschen zu hoch. Okay, das heißt, ich muss irgendwas finden, was ich vielleicht... Oh, warte mal, kann ich... Kann ich irgendwie... Nee, ich dachte gerade, ich kann vielleicht... Ah! Ah, ich kann nicht nur Gegenstände greifen, auch Vorsprünge. Danke, Spiel. Okay, ich habe gerade gedacht, ich muss vielleicht irgendwie die Matratze zum Springen bringen, dass ich da hoch kann. Aber nein, ich kann nicht nur Gegenstände greifen, ich kann auch Vorsprünge greifen. Okay, das heißt, greifen ist halt wortwörtliches Greifen. Was haben wir hier? Ich kann das nicht lesen, ich glaube auch gar nicht, dass ich... Oh! Ja, die Beine sind mir gar nicht aufgefallen. Ich habe nur den Brief gesehen und den Stuhl, dachte mir, ja, was ist hier passiert? Hat hier jemand einen schönen Brief gelesen? Nein, jemand hat ihn geschrieben und hat danach gedacht, ich mache jetzt das. Okay, cool, dann würde ich sagen, jetzt, da ich das weiß, springen und Türklinke. Das ist jetzt der Plan. Reicht aber nicht, ich brauche den Stuhl. Ey, ich brauche den Stuhl. Ich bin ja ein cleverer Gamer. Deswegen erkenne ich ein Physikrätsel, wenn ich eines sehe. So, dann ein bisschen noch in diese Richtung, ansonsten passt das nicht mit der Klinke. Und dann weigert sie sich, es weiterzuschieben. Okay, cool. Dann so, so und auf. Passt doch perfekt. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich bin und ich weiß auch nicht, was mich durch diese Tür beobachtet hat. Aber ich glaube, ich will es nicht rausfinden. Und wie gesagt, bis jetzt, es ist einfach ruhig. Es ist einfach viel zu still. Das ist ein Kühlschrank mit Handabdrücken. Das ist kein cleverer Plan. Der normale Mensch würde einfach weiterlaufen, aber ich mache es natürlich trotzdem. Für die Wissenschaft. Und da ist wieder irgendwas weggerannt. Und da ist nichts drin. Oder doch? Was sehe ich da oben? Ich kann es nicht identifizieren und ich glaube auch gar nicht, dass... Ich kann da hochsteigen. Ach, das ist sogar richtig, weil da oben geht's weiter. Ich kann das nicht richtig identifizieren, was ich da sehe. Ich glaube auch gar nicht, dass ich das will. Aber ja, ein grusiger Kühlschrank mit Handabdrücken und so, das ist toll. Wirklich, wirklich toll. Auch immer diesen Ort hier. Das rennt mir hinterher. Nee, darauf habe ich keine Lust. Was war das denn? Wer auch immer diesen Ort hier gebaut hat, hat einen großartigen Job gemacht beim gruselig aussehen lassen. Also wenn das Ziel war, ja, bau mir, was auch immer das hier ist, lass es so gruselig und unheimlich wie möglich aussehen. Hat super funktioniert. Was ist denn das für ein Viech? Sowas mache ich gar nicht. Nee. Nee, sowas ist unangenehm. Muss nicht sein. So, dann das und greifen und dann geht die Tür auf. Das ist ein Fahrstuhl. Coolio. Dann ist jetzt die Frage, was liegt hier hinten? Hüpp, und, funktioniert super. Und dann, wer baut auch sowas? Es ist erstens mal kein Fahrstuhl, es ist, glaube ich, eine Brücke. Wo aber in der Mitte was fehlt, oder die Dinger sind nicht ganz ausgefahren. Das heißt, dieser Ort hier ist gefährlich. Und die Tür ist zu. Natürlich ist die Tür zu. Ich meine, was sonst würden wir erwarten? Kann ich da nicht hoch? Nee. Ah, ich muss das ziehen. Oh, okay, ich muss das unterste Brett ziehen, dann entsteht da ein Loch. Das ist die Idee. Das hat jetzt viel zu lange gedauert. Ich bin vollständig ehrlich. Und da rennt schon wieder irgendwas weg. Das hat jetzt... Ja, super. Das hat jetzt viel zu lange gedauert. In was bin ich gefallen? Ah, super. Ganz viele davon. Super, toll, toll. Ja, ganz toll. Ganz, ganz, ganz toll. Super. Das finde ich großartig. Das hier bringt Spaß und Freude für die ganze Familie. Ja, es sind so viele. Es sind so unglaublich viele. Auf. Einfach schieben, einfach schieben, einfach raus hier. Und ich... Ich habe eventuell S gedrückt. Man sollte mir kein 2D-Spiel geben, wo man sich dreidimensional bewegen kann, sonst passiert so... Ich bin doch auch blöd. Wahrscheinlich bin ich der erste Mensch auf diesem Planeten, der da runtergefallen ist. Alle anderen sind perfekt da durchgekommen, nur ich gehe genau an dieser Stelle drauf. Wenigstens eine Sache, die mich einzigartig macht. So, dieses Mal aber richtig und am besten nicht runterlaufen, ansonsten wird es halt ein bisschen peinlich. Dann so, rüberspringen. Weißt du, springen kann ich perfekt, aber beim Laufen, da hakt es dann ein bisschen. Das kriege ich nicht auf die Reihe. Kann ich das anmachen? Jo. Ach, das sind Save Points. Glaube ich, oder? Weil da unten rechts kam gerade das Auge, wo es irgendwie am Anfang vom Spiel hieß, ja, dann wird gespeichert. Das heißt, was sind das für Dinge? Das heißt, das sind Save Points.
Okay, stehe ich drauf? Nicht ganz. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Jetzt stehe ich drauf. Okay, dann balancieren. Und dann höre ich irgendwas auf meinem rechten Ohr. Ich weiß nicht, ob es der Wind ist oder irgendwas anderes. Nee, es ist definitiv nicht der Wind. Nee, es ist nicht der Wind. Ausgeschlossen. Okay, ich muss hier durch. Und dann auf den Bildschirm zulaufen. Das ist nicht der Wind, oder? Nie im Leben ist das der Wind. Wenn das der Wind ist, heiße ich Olga. Oder ist das doch der Wind? Heiße ich Olga? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, es ist unglaublich dunkel. Also wirklich unglaublich dunkel. Aber hey, wir kommen hier schon irgendwie durch. Weißt du, sowas kriege ich hin, aber von der normalen Plattform renne ich einfach runter. Es geht mir immer noch nach, weil es einfach so doof ist. So, hier kann ich irgendwas drehen. Kim, ich mache irgendwas auf. Ich lasse Licht rein, endlich! Ein bisschen Licht in die Sache bringen. Dann kann ich auch sehen, wo ich hinlaufe. Und jetzt geht es wieder zu. Okay, das heißt, hier muss ich springen. Ansonsten, ich schaff's nicht mehr natürlich. Muss ich schneller sein? Ich glaube, ich muss schneller sein. Vielen Dank, Spiel. Soweit war ich auch schon. Ich kann rennen. Da ist es gut zu wissen. Dann springe ich auch viel weiter und komme viel besser vorwärts. So. Ich wollte gerade sagen, ne, ich kann ja rennen. Und dann wollte ich rennen und dann sagt mir das Spiel, hey, du kannst auch rennen. So, was haben wir hier? Ist wieder ein Schacht. Wo wieder so ein Viecher rauskommt. Was sind denn das für Viecher? Ich habe keine Ahnung. Sieht aus wie rennende Hüte. Ich weiß es auch nicht. Ich habe keinen Blassen. Aber es ist halt viel zu ruhig. Und bis auf diese Schleimviecher kam bis jetzt nicht viel. Was ist das? Habe ich es gerade gesagt. Ich wollte gerade sagen, bis auf die kam noch nicht viel. Und jetzt passiert das hier. Aber eben, es ist allgemein, es ist so ruhig. Und hier ist irgendjemand abgehauen. Guck mal. Das ist so ein, hier so ein Bettlakenseil. Kann ich... Wird das heute noch was? Komm, noch ein Stück. Jetzt... Geh doch da dran. So, jetzt. So, jetzt ist die Frage, was findet sich hier oben? Das ist eine Zelle. Okay, aber eine normal große Zelle und das Lakenseil war jetzt für kleine Personen. Was ist hier los? Was hat es hier mit groß und klein auf sich? Ich habe keine Ahnung. Aber ich muss sagen, ich finde das relativ faszinierend. Es ist keine gute Idee, das anzufassen. Soweit kann ich auch noch denken. Das ist eine sehr dumme Idee. Deswegen werde ich das nicht machen, sondern mir einen Weg suchen, wie ich vielleicht den Strom auskriege. Da oben sind, glaube ich, Schalter, oder? Ist das ein Schalter? Ich habe keine Ahnung. Nee, der Kasten ist hier. Die Frage ist, wie macht ein Mann den Strom aus, wenn ein Mann den Strom ausmachen möchte? Umschauen. Ah, Kabel geht nach hier. Das heißt, es ist hinter der Tür, was ich nicht sehen kann, weil die Tür im Weg ist. Das ist ein Big Brain Game. Das Spiel ist absolut Big Brain. Da kann ich aber nicht hoch. Nee, dafür brauche ich die Kiste mit dem Papier. Und dann kann ich hochspringen an den Hebel. Dann machen wir einfach den Strom aus. Und dann ist alles gut. So, dann steig mal bitte da... Die Steuerung ist bei mir ein bisschen komisch. Steig mal bitte darauf. Und dann so. Strom aus. Vollständige Dunkelheit. Und er tickt. Oh oh. Ich glaube, ich war zu spät. Nee, war ich nicht. Alles gut. Okay, das ist eine Zeitschaltuhr. Klasse. Hier sind wieder Handabdrücke und Spielzeugklötze mit Augen drauf. Was ist hier los? Nee, ich spiele jetzt nicht. Ich spiele jetzt nicht. Map, map, was war das? Ach, Zug. Hi. Kann ich... Was passiert, wenn ich mich in den Weg stelle? Physik? Komm schon, irgendwas Cooles mit Physik. Ah, ist wie ein Ant-Man, wo sie kämpfen und ganz klein sind und dann einfach das mit dem Zug. Das ist eine der besten Szenen ever. So, dann wieder irgendwas mit Kabeln, ne? Weil hier komme ich nicht durch. Die Frage ist, wo genau führt das Kabel? Da hinten, glaube ich. Da hinten an der Wand. Ich kann es fast nicht sehen. Aber ich glaube, das Kabel geht nach hier und dann noch eins hoch und dann nach da links. Da hängt irgendeine... Eine Box an der Wand. Eine Sekunde, ich glaube, ich habe was entdeckt. Ich habe auf der ganz falschen Seite des Raumes gesucht. Kann das sein? Weil hier geht es noch durch. Okay, das heißt, ich muss hier drüben den Strom abstellen. Dann so schnell wie möglich hier durch und dann noch durch die andere Tür? So viel Zeit habe ich doch fast gar nicht, oder? Geht das? Also, wenn das geht, dann wird es extrem knapp. Aber ich kann es ja mal versuchen.
Aber ich glaube, das wird richtig, richtig close. Weil sie braucht allein schon ein bisschen, um durch die Tür hier zu kommen. Und dann steht hier noch allerhand Zeug im Weg, was mich auch langsamer macht. Ich glaube nicht, dass das reicht. So schnell kann ich nicht laufen. Oh doch? Ah doch, das ist richtig. Aber grad so, hat grad so gereicht. Okay, ich habe jetzt überall nach dem Kasten gesucht, aber nein, ich musste zurück zu dem ersten Kasten. Alles klar, so, wir sind wieder in welche Zimmer, die gut abgeschlossen sind, also sind es wahrscheinlich Zellen. Und wieder Blöcke. Ich habe keine Ahnung, was abgeht. Ich habe wirklich keine Ahnung, was abgeht. Aber das ist schon richtig cool, was? Ich denke nicht, dass ich mich sehen lassen sollte. Ich glaube, sehen lassen wäre ganz blöd. Weil es ist halt ein wortwörtliches Auge. Ja, sehen lassen ist eine dumme Idee. Ich bin weg. Ich glaube, wenn ich gesehen werde, habe ich ein Problem. Da oben ist aber eine Lampe. Ich würde gern bitte einmal speichern. Das wäre ganz toll, wenn ich einmal speichern könnte. Am besten hier in Sicherheit. Und dann, so, das fällt natürlich der Kamera nicht auf, wenn es überhaupt eine Kamera ist, dass da jetzt auf einmal das Ding brennt. Nee, es geht wieder weg. Jo. Also, wenn es mich sieht, ist alles komplett mit Alarm und alles, aber ne, wenn auf einmal die Lampe brennt, das ist gut. So, dann müsste ich da hoch, hier vielleicht, nee. Es ist halt so unglaublich dunkel manchmal. Hier? Ich muss, glaube ich, irgendwie da hoch. Ich weiß nicht mal, was das ist. Aber irgendwie muss ich auf das Regal. Muss ich hier ganz oben drüber steigen? Ist das der Plan? Machen wir jetzt Hardcore-Parcours oder was? Ja, weil ich kann hier hoch und dann muss ich alles rüber. Okay. Cool. Damit kann ich leben, dann kann ich auch hier hoch. Okay, dann bin ich auf dem oberen Stockwerk. Eins über der Kamera. Vielleicht gibt es hier drüben noch irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie viel sich hier Erkundung lohnt. Vielleicht gibt es hier drüben noch irgendwas zu finden. Ja, weil hier geht es noch irgendwo hin. Okay. Das hier hätte ich lieber nicht gefunden. Bin ich ganz ehrlich. Das hier hätte ich lieber nicht gefunden. Und nochmal so eine Puppe. Was? Ich bringe dich mal woanders hin. Komm, ich stell dich mal vor die Tür. Dann musst du das nicht mehr sehen. So. Ich weiß nicht, was es mit diesen Puppen auf sich hat. Vielleicht, wenn man alle findet und an einen speziellen Ort bringt, kriegt man ein Achievement oder ein spezielles Ende. Keine Ahnung, frag mich nicht. Aber das ist schon cool. So, dann ist die Frage, wie komme ich am besten da runter? Ohne mir... Ich wollte jetzt auf das Regal eins unten drunter. Die jietet sich einfach selbst vom obersten Stockwerk. Mann! Eins zu weit. Ich wollte nur ein Stockwerk runter, nicht alles, Bro. So, jetzt hat's funktioniert. Dann hier nicht zu weit nach vorne laufen. Also in meine Richtung, sonst falle ich wieder richtig tief. Und dann hier einfach runter. Ich weiß nicht, wie weit es da runter geht. Doch, das passt. Das passt. Und das hier ist ein Lüftungsschacht. Ich dachte schon, was sehe ich da? Das ist ein Lüftungsschacht. Okay, dann hier durch. Und hier ist Licht. Also richtiges Licht. Das ist, glaube ich, nicht gut. Und da ist nochmal so ein Ding. Hi. Was seid ihr? Kannst du mir sagen, wo es zur Toilette geht? Nein? Ihr redet nicht viel. Hallo, Kumpel. Ich kann den Kollegen aufheben. Ist das ein laufender Pilz? Es sieht aus wie ein laufender Pilz. Ich kann ihn aufheben und umarmen? Und rumschleppen? Was? Ich stell dich mal hier hin. Ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll. Ich stell dich mal da hin und dann mache ich das an. So, und jetzt setzt er sich auch in Bewegung. Rennt er mir hinterher? Er rennt mir hinterher. Was sind das für Dinger? Ich habe keine Ahnung. Aber vielleicht helfen die mir irgendwie. Hier ist noch was. Hier ist ein Auge in der Wand. Okay, brauche ich dafür ihn? Ich habe keine Ahnung. Kann ich... Ich glaube nicht, dass ich mit dir... Hi, Kumpel. Ich glaube nicht, dass ich mit dir springen kann. Ne? Das geht nicht. Nee. Aber ich kann ihn jieten. Das wollte ich gar nicht. Wo ist er hin? Da ist er wieder. Er ist nicht nachtragend. Oh, ist das dein Ernst? Hier oben ist offen? War hier vorher schon offen? Ich glaube, ich sollte mich unter Bett verstecken. Das klingt wie eine sinnvolle Idee. Ich habe jetzt Ewigkeit versucht, den Kollegen irgendwie da ans Auge zu bringen oder vielleicht auch in den anderen Raum zurückzuwerfen. Hat nicht funktioniert. Aber hier oben war die ganze Zeit offen, oder? Ich habe keine Ahnung. Habe ich vielleicht nur ein Secret gefunden? Ich weiß nicht. Was ist das?
Ja, ich würde auch gehen. Also die Arme sind ziemlich lang, dafür sind die Beine halt ziemlich kurz. Das gleicht sich irgendwann auch wieder aus. Klasse. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gesehen habe. Aber ich will nichts hiervon. Wenn es irgendwie möglich ist, ich will bitte gar nichts hiervon. Das... Nee, kaufe ich nicht, will ich nicht, mache ich nicht. Habe ich nur ein Secret gefunden mit dem Typen da unten? Keine Ahnung, weil das hier sieht irgendwie aus, als würde es hier richtig weitergehen. Das heißt, diese Kollegen, die man rumwerfen kann, wie es einem passt, das sind Secrets? Ich weiß es nicht. Hier kann ich mich festhalten. Ich kann das Ding nicht verschieben, ich kann mich nur dran festhalten. Muss ich jetzt... Reicht das schon, um da hochzukommen? Das wäre praktisch. Weil, kann ich überhaupt da drauf? Nee. Ich bin so stark, ich trete einfach durch auf den Boden. Okay, nee, muss ich auch gar nicht. Weißt du, manchmal ist die Lösung so einfach, dass ich sie nicht sehe. Das kommt vor, sollte nicht vorkommen, aber es passiert. So, dann... Ist das ein Sprung, den ich machen kann? Ja, passt genau. Okay, ich find's auch geil, wenn du an der Wand entlang läufst. So, dann stützt sie sich so an der Wand ab. Ist eigentlich richtig nice. Okay, wieder ein Luftschacht. Das heißt, wir wissen, irgendwas ist hier. Und weiß noch nicht, dass ich hier bin. Aber ist auf Patrouille und auf der Suche nach irgendwas. Und das gerade eben war auch, als würden da Babys schlafen. Ich habe nicht genau gesehen, was das war, was da drin lag in den Betten. Aber es sah nicht aus wie Babys. Glaube ich zumindest. Okay, es ist wieder zu ruhig. Was? Ich glaube, sie hat Hunger. Ich wollte gerade sagen, es ist wieder... definitiv zu still. Das heißt, irgendwas passiert. Und wir müssen ihr was zu essen besorgen. Anscheinend. So, was haben wir hier? Einfach eine große Halle mit einem Licht drin und sie atmet jetzt auch schwer. Hör mal. Soll ich so... Oder hat sie Hunger oder ist irgendwas anderes? Weil das klingt nicht nach einem leeren Magen, bin ich ganz ehrlich. Und da ist irgendwer. Hi. Hi, Katsu... Kannst du mir helfen? Ja, die Tatsache, dass sie... Ich glaube, das ist in der Kantine. Die Tatsache, dass sie an der Kantine vorbeiläuft, macht es nicht besser, ne? Ja, und er gönnt sich da. Cool, danke. Der hat mir was hingeworfen. Also ist, glaube ich, er. Danke, Mann. Das kann ich brauchen. Netter Typ. Ehrenmann. Was passiert? Warum flackert das Licht, während ich esse? Und was esse ich überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Danke, Bro. Hier, die Hand der Dankbarkeit. Okay, setz dich wieder hin. Mach weiter. Und der sieht aber so aus, als wäre er ungefähr so groß wie ich, ne? Das heißt, es gibt hier große Wesen und kleine Wesen, die irgendwie... Ich wollte gerade sagen, in Harmonie leben. Das ist Quatsch, weil die sind überall Gitter. Das heißt, die Kleinen sind weggesperrt und die Großen sind sowas wie die... Keine Ahnung, die Anführer dieser Welt. Und machen irgendwas. Das ist, was hier abgeht, oder das ist zumindest das, was ich bisher irgendwie zusammensetzen konnte. Aber viel mehr als das? Keine Ahnung. Frag mich nicht. So, es ist... Jetzt gerade eben ist was passiert, jetzt ist es aber wieder ruhig. Ich meine, das ganze Spiel ist ruhig, aber das ist zu ruhig. Kann ich das Ding runterschubsen und einen riesen Lärm machen? Ja, natürlich kann ich das Ding runterschubsen und einen riesen Lärm machen. Ich wollte... Okay, da geht's aber runter. Ich wollte gerade sagen, wie lange kann es noch dauern, bis es knallt. Da geht's aber runter. So, das Kabel geht irgendwo nach da oben. Das heißt, wir brauchen jetzt eine kleine Free-Climbing-Einlage, weil ansonsten geht das hier nicht weiter. So, dann hier. Und dann... Ah, vorsichtig, vorsichtig. Und dann... Hier... Nee, hier? Da sind auch Gitter. Nein, nicht hoch. Guck mich nicht so blöd an. Geht da rüber. Oder spring halt rückwärts. Das geht auch. Guckt sie mich einfach blöd an. Okay, dann hier hoch. Und dann sollte hier oben wahrscheinlich irgendwo der Knopf sein, um das auszumachen. Dann einmal Laterne an. Laterne an. Da muss man immer ein Stück ranlaufen. Jetzt. Guten machst du heute noch die Laterne an? Dankeschön. Jetzt funktioniert's. Ich glaube, sie stand sich irgendwie selbst im Weg. Keine Ahnung. Dann kann ich das hier nicht mal aufmachen.
Okay, dann hier rüber? Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist, aber ich kann die Kette hochklettern. Das heißt, vielleicht kann ich hier oben irgendwo den Strom ausmachen. Ich weiß es nicht. So, dann hier hinter. Und jetzt stehen wir hier blöd vor der Tür, die nicht aufgeht, richtig? Aber ich kann nochmal nach oben. Das heißt, und hier ist auch ein Schalter. Das heißt, ich muss einfach unglaublich weit nach oben. Alles klar, was macht das? Gar nichts. Spektakulär. Dann erstmal Strom aus. Oder auch nicht, das zieht's hoch. Okay, jetzt ist da weiß. Cool. Und dann kann ich das verschieben. Okay, die Frage ist jetzt, was genau ist der Plan? Muss ich das da rein smashen, um irgendeinen Weg zu machen? Einfach immer Anlauf nehmen und dann fest da rein? Ist das hier jetzt, ist es auf der anderen Seite eingeschlagen oder muss ich vielleicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwas anderes damit machen? Warte mal, ich nehme ein bisschen Anlauf. Nee. Das heißt, das ist nicht der Plan. Was genau ist die Idee? Die Kamera geht ein Stück weit nach da drüben. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. So, und dann geben wir Gas. Und dann reicht das noch, damit ich mitfahren kann. Das ist die Idee, korrekt? Ja. Das ist die Idee. So, Big Brain Place. Und wir sind drüben. Das heißt, ich muss den Strom gar nicht ausmachen. Ich muss einfach nur irgendwie weiterkommen. Und Kommando zurück, weil hier kann ich den Strom ausmachen. Okay, cool. Nein, du sollst nicht da dran schieben, du sollst da hochklettern. Gut, pass auf, dann machen wir es so. Dann ziehe ich das hier raus, dann habe ich einen kleinen Vorsprung. Und dann ziehe ich das hier auch nochmal ein Stück raus, dann habe ich noch einen Vorsprung. Und dann sollte das passen, richtig? Nicht festhalten, hochspringen. So, und dann sollte das irgendwie passen. Dann kann ich vielleicht hier so quer rüber. Und das geht, wunderbar. Dann komme ich hier an den Schalter. Und kann den Strom ausmachen. Cool. Und dieses Mal tickt es nicht, das heißt, es ist keine Zeitschaltuhr. Und es ist halt wieder unglaublich dunkel. Ich weiß auch gar nicht, wer sowas... Kannst du da durch? Dankeschön. Ich weiß auch gar nicht, wer sowas konstruiert und was der Sinn dahinter ist. Ah, es gibt halt Dinge, die will man, glaube ich, gar nicht wissen. So kann ich... Das kann ich runterschieben. Gegengewicht. Okay, was kommt dann hoch? Wir warten. Sehr cool. Sehr cool. Aber ich glaube, damit komme ich wieder, wenn ich schwer genug bin, um das runterzuziehen, komme ich wieder runter. Genau. Weil jetzt ist komplett der Strom aus. Jetzt komme ich doch an die andere Tür und kann dann einfach durchlaufen. Okay, das ist ein cooles Rätsel. Das ist eine coole Idee, dass du erst quasi denkst, hä, warum hängt das da, wofür ist das gut? Und später brauchst du es dann noch, um wieder runterzukommen. Nice. Und es wurde auch gespeichert. Warum? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil man gleich wieder... Ach, nicht schon wieder ihr, Mann. Was seid ihr? Was sind das für Dinge? Ich glaube, die mögen wirklich Dunkelheit. Weil die kommen immer nur, wenn es dunkel ist. Ich habe keine Ahnung, was das für Viecher sind. Aber hey, ich hab's überstanden. Ich wurde gerade gesehen. Sehr cool. Hier fährt ein Wagen in der Gegend rum. Weil der Boden wackelt, fährt der Wagen hin und her. Das heißt, hinter dem Wagen kann ich mich in Sicherheit bringen und dann mit dem Wagen nach rechts durch und kann nicht gesehen werden. Das ist geil. Das ist geil. Das ist eine coole Idee. Okay, dann würde ich sagen, los geht's. Wir halten uns hinter dem Wagen und gehen einfach ganz frech am Auge vorbei. Hier, und hier ist auch wieder Schatten. So, geh weg. Dankeschön. Bin ich super. Und dann gehe ich einfach. Okay, das hat super funktioniert. Das war cool. So. Ich sehe auch... Oh, oh. Nein. So einfach nicht. Ich sehe auch extrem viel... Oh, oh. Kannst du da hoch? Kannst du... Okay, in letzter Sekunde. Ich sehe auch extrem viele Parallelen zwischen dem hier und Limbo/Inside. Das, ne? Das hat ein paar... Also auch ähnliche Physikrätsel. Das ist eigentlich richtig nice. Okay, aber ich glaube, in Limbo und Inside kann man nicht nach vorne und hinten. Hier kann man nach vorne und hinten. Das heißt, das hier hat nochmal eine Dimension mehr. Guten Tag, die Typen schon wieder. Aber die hier sind nicht zutraulich. Irgendwie. Das Gefängnis. Okay, war das in dem Fall das erste Kapitel?
Weil so fühlt sich's an. Er lädt. Also ich habe einen Erfolg gekriegt. Das heißt, das war das erste Kapitel? Ich habe keine Ahnung. Ich würde einfach mal sagen, das war's für diesmal. Wobei, ich kann es echt laufen lassen. Das war's für dieses Mal hier bei Little Nightmares. Schreibt mir gerne hier drunter, ob ich das weiterspielen soll. Ich muss sagen, die Atmosphäre ist ganz stark. Und wenn man ganz genau, also man hört die ganze Zeit sehr komische Sachen, wenn man einfach richtig genau hinhört. Ich weiß gar nicht, ob man das auf YouTube noch erkennen kann, wenn dann die Verarbeitung durch ist und alles. Aber das ist echt geil. Es ist eben ein Plattformer, was jetzt nichts ist, was ich normalerweise spiele. Aber eben noch mit ein bisschen Horror vermischt und alles sehr, sehr rätselhaft. Das Spiel erklärt quasi gar nichts, was eigentlich richtig gut ist. Ich finde das geil. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Daumen, Like-Button aufs Maul. So, und lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut. Und ciao. Was ich außerdem richtig cool finde, ist die Tatsache, dass ihr Regenmantel quasi die einzige Farbe in diesem Spiel ist. Gelb. Sonst ist alles grau.